Ja, hallo zusammen, da bin ich wieder mit meinem Let's Play zu June 2000. Und genau, ja, eine Sache gibt's zu sagen. Das sieht jetzt ein bisschen anders aus als beim letzten Mal. Und zwar, ich habe die Mission jetzt schon fast zu Ende gespielt gehabt beim letzten Mal. Und ich habe den Stützpunkt da rechts schon platt gemacht. Also hier oben ist die Basis. Und ja. Das Spiel hat sich wieder entschieden, kurz vor Ende abzustürzen und einfach so meine Videodatei kaputt zu machen. Ja, da muss ich jetzt quasi die ganze Mission nachspielen. Das war aber nicht so schlimm, das war nur eine halbe Stunde zum Glück. Aber trotzdem ist sowas ärgerlich, Leute. Das alles nur, weil dieses Spiel zum Abstürzen neigt. Verdammt nochmal. Ich weiß auch nicht, also die Datei, die war da, die Videodatei, aber irgendwie war die beschädigt oder konnte nicht geöffnet werden oder sowas. Und Leute, ich habe mich so geärgert, wirklich. Aber ich habe es sogar so weit wie es geht nachgespielt. Und ja, ich weiß auch nicht. Es sollte jetzt wieder ein bisschen besser laufen. Auf jeden Fall weiß ich, wo die Basen sind. Einmal hier unten, einmal hier. Und ja, baue jetzt gerade meine Einheit im Highspeed-Tempo auf. Meine Armee sozusagen. Und ja, dann sollten wir die damit doch schlagen können. So, ich mache einmal ganz kurz nochmal meine Uhr an. So, Leute, ja, auf ein neues. Wie gesagt, also ich habe es schon mal durchgespielt gehabt, aber ja, keine Ahnung. Also das war irgendwie war die Aufnahme dann weg. Ja. Genau, ich habe es so probiert, genauso zu machen wie vorher auch. Und ja, wie gesagt, gehen wir es nochmal an. So, davon lasse ich mir die Laune jetzt nicht verderben. So, Leute, das macht auch keinen Sinn, oder? Sich die Laune davon verderben zu lassen. Es ist ein zu geiles Spiel, um sich die Laune verderben zu lassen. Das ist einfach so. So, Leute, wir bauen hier quasi gerade unsere Armee auf. Freut mich, dass ihr trotzdem mal wieder dabei seid hier bei Dune 2000. Und ja, ich glaube, wir brauchen noch so 20 Einheiten oder so, weil ich habe den Gegner schon kennengelernt hier. So viel hat er gar nicht. Also, ja, das ist schon wieder so ein Würmzeichen. Und ja, genau. Dann würde ich mal sagen, ja, Raketenpanzer, Quad. Einfach weiterbauen hier so. Einfach weiterbauen. Einfach im Highspeed-Tempo. Warte mal, bleib mal hier. Du Sammler. Okay. Leute. Beim Nachspielen, wurde mir auch der Wurm weggefressen. Der Sammler weggefressen und ja, platt gemacht wurde er mir auch einmal. Also das war schon nicht schlecht, aber ja, jetzt sind wir wieder hier. Alles gut. Ich habe kein Geld mal wieder. Das ist so nervig, Freunde. Kein Geld in Dune 2000 zu haben, ist so nervig. Aber ja, wir sind wieder da. Wir werden am letzten Ende doch schließlich siegreich sein. Allerdings muss ich jetzt das Ding öfter abspeichern. Noch wieder öfter abspeichern, Freunde. Und die Spielgeschwindigkeit ist wieder so komisch. Ich weiß nicht warum. Verdammt nochmal. So, Spieleinstellungen. So. Verdammt. Ja, manchmal buggt das Spiel ein bisschen rum. Aber das geht schon, Leute, Freunde. Das geht schon. Oh, jetzt kommt er hier unten schon wieder. Meine Güte. Ja, der versucht es immer hier unten mit so Mini-Einheiten. Aber das kann der gerne versuchen. Das kriegen wir abgewehrt. So. Fahr du mal direkt da rein. Keinen Sammlerstau zu produzieren. So, Leute. Kommt der nächste Sammler schon? Sehr gut. Ich muss einfach weiterbauen, Leute. Einfach weiterbauen. So. Dann Kampfpanzer. Brauche ich noch ein paar Kampfpanzer und dann mal gehe ich los schon. Jawohl, Leute. Ja, wie gesagt, das ist immer so ärgerlich, wenn man die Mission schon zu Ende gespielt hat und also fast zu Ende. Ich war hier unten auch schon durch
Und ja, und dann wird's einfach. Sagt der PC, nö, ich mache jetzt mal deine Datei im Arsch. Ja, super. Hallo? Was machst du denn? Fahr doch mal da drauf. So. Alles klar. Ja, ich weiß, meine Güte. Habe ich denn zwei Sammler? Uff, das ist auch mutig, was der da macht, auf jeden Fall, ja. Fahr mal dahin, bitte. So. Okay. Gut, Raketenpanzer. Ich brauche einfach Einheiten hier. Ich brauche einfach jede Menge Einheiten. So, Leute. Aber das könnte dann schon reichen. Dann warte ich dann nochmal, bis der nochmal hier angeschissen kommt, also voll. So, und dann... Ja, genau. Hier die Silos, die habe ich jetzt erstmal nicht gebaut, weil ich wollte einfach so schnell wie möglich das jetzt nachspielen. Und ja, würde ich sagen, haben wir uns gleich unsere Armee aufgebaut und dann gehen wir gleich mal angreifen. Schaut euch das mal an, das ist doch schon mal einiges. Gut, Leute, meine Güte, ey. Das war wirklich was Blödes jetzt da gerade. Aber ist egal, Leute. So, dann würde ich sagen, nochmal speichern. Wenn das jetzt wieder abstürzt, ne? So dann, sammelt euch mal da bitte. Wie gesagt, alles momentan im Highspeed-Tempo. Ich schalte das Tempo gleich mal wieder runter. Boah, schaut euch das mal an, mit wie viel der hier ankommt. Uff, ja, das bringt nichts mit so Mini-Panzern. So, dann fahrt mal hier rein. Macht man das kaputt. So, Leute, dann würde ich mal sagen, Spiel. Was, warum werden wir denn jetzt schon wieder angegriffen? Wo kommen die denn alle her? Oh, warum so viele Wüstentruppen, Mann? Ah, verdammt nochmal. So viele Wüstentruppen, die kamen auch bis jetzt noch nicht, ne? Egal, Leute. Einfach hier weiter. Und ihr wollt mich hier runterfahren. Leute! Die KI, ey, wirklich. Muss man wirklich Schritt für Schritt hier häppchenweise befehligen, ne? Mach mal den Sammler da oben kaputt. So, da muss ich jetzt leider nochmal kurz das Ganze hier nachbauen. Komm schon, mach schneller. Ich will den Angriff sehen. So, Leute. Dann auf den Türmchen hier. So. Wie gesagt, hier oben ist die Basis. Hier ist der Imperatorschwein mit Sardaukars. Ja, die haben in der 5. Mission Sardaukars hier. Das ist total übertrieben, Leute. Die haben in der 5. Mission Sardaukars. So, dann macht den aber direkt mal kaputt hier instant. So, das war's schon mit dem Imperator, Freunde. Der hat auch gar nichts gemacht eigentlich, ne? Der hat ja eigentlich nur hier Präsenz gezeigt, ne? Mit seinen Kack-Sardaukars, die wir mal wieder nicht spielen können. Was machen die denn da? Verdammt nochmal. Die machen einfach hier, was sie wollen, ne? Das ist total geil. So, Quatsch. Genau, Leute, wie gesagt, das alles hier habe ich schon mal gemacht. Aber wie gesagt, ich mache es gerne nochmal, weil das ist einfach so geil, wie man jetzt hier Schritt für Schritt die Gegner platt macht. Quatsch. Einmal Wachdienst einfach. Ah ne, wenn nur Mannequin sind, dann fahr einfach rein. Einfach drüber blatschen. So, Leute. Quatsch. Sehr gut. Energie weg. Los. Die braucht er nicht mehr. Wo kommt der denn her? Verdammt nochmal. So. So, den haben wir wieder auseinandergenommen. Der hat da oben wieder einen Turm aufgebaut. Der Penner. Gut, dann macht den erstmal kaputt da oben. So. Boah, wie viel Damage die Raketenpanzer machen. Geil, Leute. Boah, Quatsch. Sehr gut. Wo kriegt er die ganzen Panzer her, frage ich mich. Ich habe die Werkstatt eigentlich platt gemacht. Beziehungsweise die schwere Waffenfabrik von ihm. Ja, macht den Sammler noch schnell kaputt hier. Ah, verdammt. Der schickt ihn nämlich gerne ans andere Ende der Karte, die Sammler. Das ist bescheuert. So, Leute. Den haben wir gleich auch. Zack. So, dann
den scheiß Panzer da im Arsch. Vor allem die Manneken. Vor allem die Manneken, Leute. Die nerven richtig. Der braucht nämlich nur Wüstentruppen. Nur die Einheiten, die mich jetzt richtig abfacken hier. Aber ja. Würde ich sagen, haben wir das Ding gleich auch geschafft hier. Das ist krass, so in etwa die gleiche Einheitenmenge hatte ich auch beim letzten Mal übrig. Also wo die Aufnahme abgekackt ist. Boah, Leute, macht schneller los. Nicht, dass er den wieder ans andere Ende der Karte bringt. Zack, sehr schön. So, dann macht er kaputt, da Batsch. Sehr gut. So, einfach weiterbauen. Nebenbei, Batsch. So, sehr gut. Haben wir jetzt hier das noch. Und ja, dann war es das eigentlich schon bald, ne? Also, ich mach jetzt noch die Reste hier platt. Dann war es das mit der ersten Basis. Ja, natürlich. Klar. Das Logo, ey. So. Okay, Batsch. Und mach die Kacke da kaputt. Zack. Sehr gut. Wo ist der zweite Sammler von ihm? Er hatte noch einen zweiten Sammler hier oben. Mach die kaputt da. Los. Was macht ihr denn? Schießt den kaputt? Verdammt nochmal. So. Manneken natürlich kommt raus, klar. So, gut, Leute. Dann hat er den anderen Sammler jetzt noch. Nö, der andere Sammler ist weg. Geil. Okay, ja gut. Na dann. Ah ne, hier unten, okay. Was habe ich denn da jetzt noch gebaut? Hier unten wieder. Das ist so unfassbar, wirklich, Leute. Der versucht es immer wieder hier unten, ne? Ja klar, weil hier der Außenposten ist, den der haben will, ne? Ist klar. So, dann schieß mal hier drauf, da los. Das ist der andere Sammler von dem hier oben noch. Ja, seht ihr, dass der versucht, den abzuholen, aber nix da. Nichts da, Junge. So. Ja, super. Ein Manneken. Okay. Naja, gut. Dann würde ich sagen, Spiel speichern. Nicht, dass es wieder abstürzt. Und die Spielgeschwindigkeit mal hoch. So, Leute. Wurmzeichen. Oh. Ja, ja, ist gut. Hier oben habe ich auch wieder ein paar. Aber ja. Die werde ich nicht mehr brauchen, glaube ich. So, ja, wie gesagt, dann kann es sein, dass es diese Folge halt ein bisschen kürzer wird jetzt. Weil ich halt schon weiß, was man hier machen musste, ne? Also, ich habe jetzt quasi 10 Minuten gespart. Genau. So, Leute, Spiel speichern und Spieleinstellung runter. So. Ich bin jetzt nämlich hier nach einer Viertelstunde genauso weit, wie ich in der letzten Aufnahme nach 25 Minuten war. Genau, Leute. So, da macht den Driss hier mal kaputt. Los. Los, weiter. Macht mal Wachdienst. So. Macht die alle kaputt und zack. Das hier auch bitte. Los. So. Genau, Leute. Genau so weit war ich beim letzten Mal auch. So, schön drüber fahren. Sehr gut. Und Batsch. Boah, der baut hier eine Scheiße, ne? Das ist unfassbar. Der baut hier mit seinen scheiß Mini-Panzern, ey. Wirklich. So, dann. Das, der baut auch jede Menge nur Wüstentruppen. Natürlich nur die Einheiten, die mich hier abfacken, ey. Wirklich. Batsch. Sehr schön, Leute. So. Ja. Dann haben wir die Mission auch. Ja, sehr schön. Wo fährst du denn wieder hin? Einfach hier drauf, da, los. Kaputt machen. Mach bitte die Kacke hier im Arsch, ja? Das nervt wirklich. Ah, da ist ein Turm. Geht mal da raus, da aus dem Turm. Der muss euch ja nicht unbedingt treffen, ne? So, Leute. Wie gesagt. Verdammt nochmal. Ich musste das wirklich nachspielen. Und jetzt reicht das hier auch noch nicht mal, ne? Also, in der anderen Aufnahme hat das gereicht. Das ist jetzt irgendwie ein bisschen blöd. Naja, egal. Ich habe da oben zur Not noch ein paar Verstärkungseinheiten übrig. Nicht in die Reichweite des Turms. Der kann mich jetzt echt noch voll mit Manneken nerven, ne? Das ist, ja. Okay, ja dann fahr die kaputt los.
Der baut nur Wüstentruppen. Der baut nur Wüstentruppen, weil er genau weiß, dass er mich damit richtig nerven kann. Good job, ey, wirklich. So. So. Zack. Ach, das reicht doch schon hier oben. Schaut mal. Gut, dann würde ich sagen, speichere ich das nochmal. Und mache die Spielgeschwindigkeit wieder hoch. Und ja, dann schauen wir mal zu, wie die nach da unten marschieren. So, alles klar, nehmen wir den Raketenpanzer noch mit da. Den hier auch. Und ja. Einfach abwarten, einfach abwarten. So, Leute, ja. Ich hoffe, es geht euch gut soweit. Mir geht's auch wieder gut. ja. Ich war zwischendurch ein bisschen genervt wegen der Aufnahme, weil die weg war. Aber jetzt geht's wieder. So. Würde ich sagen, gehen wir jetzt mal gleich mal hier rein. Spieleinstellung runter. Speichern. Und zack. So, Leute. Dann. Die Manneken müssen unbedingt kaputt gehen. Wirklich. Die Manneken nerven so richtig, ey. Mach den Scheiß da kaputt, los. Mach die Manneken-Fabrik im Arsch. Das nervt doch hier. So. Jetzt haben wir gewonnen, Freunde. Weil wenn wir jetzt, selbst wenn wir jetzt alles verlieren würden, alles verkaufen würden, hätten wir gewonnen, Leute. Der ist jetzt nämlich nur noch seine Sammler. Und diesen einen Wüstentruppen hier. So. Alter Schwede, ey. Manneken kommt überall raus, ne? Gut. Dann fahrt einfach drüber hier, los. So. Kurzen Prozess einfach machen mit der Kacke. So. Genau, Batsch. Und sehr gut, Leute. Diesmal haben wir es aber wirklich geschafft. Ohne Aufnahmeprobleme hier. Der sammelt sogar noch, ne? Ja, der sammelt noch. Krass. Aber nicht mehr lange, Typ. Nicht mehr lange. So, spiel schon speichern. Nicht, dass es wieder abstürzt. So, Leute. Dann auf da. Drauf da. Los. Einmal drauf schießen und dann holt er den Abwarte. Genau deswegen sammelt euch erstmal. Damit wir alle gemeinsam drauf schießen können. Nein. Ja, okay, dann schieß drauf da, los. Ah, der holt den nicht ab. Okay, krass, Leute. So, dann spiel ich dann speichern. Dann würde ich sagen, hätten wir die Mission, ne? Nee, noch nicht. Okay, warum denn jetzt noch nicht? Okay, was haben wir denn hier noch? Moment mal. Der hat doch nichts mehr. Hä? Oder noch irgendwo ein Sammler. Ne? Was war das denn? Okay. Ah, da oben. Okay. Ja, super. Toll, Leute. Wirklich. Dann macht die Spielgeschwindigkeit hoch. Mann. Den Sammler habe ich übersehen da oben. Verdammt. Egal. So. Dann schieße Quack gleich mal drauf da. Und dann nimmt er den woanders hin, oder? Ah, ne, geht schon. Okay, alles klar. Cool. Geile Sammlerjäger, die Quatz, wirklich. So, dann Spielstand nochmal speichern. Und dann war das diesmal eine kurze Folge. Wegen der Aufnahme. Gut. Das haben wir, Leute. Sehr schön. Sehr, sehr gut. So, Einheitenpunkte 366 zu 84. Gewürzpunkte hat der Gegner sogar mehr, aber ist scheißegal. Und 276 zu 24 Gebäudepunkte. Sehr schön. Sind wir jetzt Staffelführer mit 690 Punkten. Haus Harkonnen zerstörte die meisten Ordos. Boah, Leute. Schaut euch das mal an, ey. Arrakis wird röter und röter. Meine Güte. So. Dann haben wir die Mission 5. Mission 5 auch gerockt, würde ich mal sagen. Und ja. Wem es gefallen hat, der lässt auch gerne ein Like oder Abo da, würde mich sehr freuen. Und ja, dann sehen wir uns das nächste Mal bei Mission 6, ne? Dann würde ich sagen, wünsche ich euch noch einen schönen Abend oder schönen Tag, ne? Tschüss.